Kiel kommend segeln wir in den Fehmarnsund. Unser Reiseziel ist die dänische Insel Bornholm. Für 3 Wochen sind Bärbel und ich Gäste bei Fiete und Jochen auf ihrem selbstgebauten Zweimachtschoner Black Lady. Es ist der erste längere Segeltörn nach der Fertigstellung in 1978. Das sind die Skipper Fiete und Jochen. Und das ist der erste Steuermann, Bärbel. Es ist spät am Nachmittag und wir laufen unter Motor den Hafen von Geza an. Es kommt Starkwind auf. Wir liegen als Letzter im Bäckchen. Um den Winddruck auf die anderen Boote abzufangen, bringt Jochen eine zusätzliche Achterleine von gegenüber aus, die verlängert werden muss. Früh unterwegs sind wir am Morgen. Unser nächster Hafen ist Klintholm auf der Insel Möhn. Vor uns liegt eine lange Segelstrecke. Ende des Tages wollen wir den Hafen erreichen. Jetzt bläst eine gute Windstärke 5, die Fahrt ist schnell und die Sonne scheint. Was braucht ein Seglerherz mehr? Klintholm ist in Sicht. Obwohl der Wind nachgelassen hat, schaffen wir es, den Hafen bei Dämmerung noch zu erreichen. Bärbel steuert. Jochen befestigt die Fender außenbords. Und Fiete bereitet unter Deck das Abendessen vor. Die Boxen sind alle belegt und an der Kaimauer ist auch kein Platz mehr für uns. Der Hafenmeister meint, dass dieser Liegeplatz reserviert ist und wir in der Hafeneinfahrt festmachen müssten. Es ist wieder früh am Morgen. Die Nacht in der Hafeneinfahrt haben wir gut verbracht. Möhns Klint haben wir schon quer ab.
Heute wollen wir die Westküste von Bornholm erreichen. Wir rechnen mit 12 Stunden Segelzeit bis zum Zielhafen Hasle. Jochen hat noch eine Kreuzpeilung für eine genaue Standortbestimmung vorgenommen. Zweimal am Tag hören wir den Wetterbericht. Heute ist er für uns besonders wichtig. Vorhersage lautet: Aufklarung, Windstärke maximal 3, nachmittags abflauend. Radio, Delta India Lima Victor. Radio, Delta India Lima Victor. Ronne Radio ist gut zu empfangen. Bornholm nähert sich. Es ist 12 Uhr Mittag. Zeit für eine Standortbestimmung mit dem Sextanten. Wir sind nun mitten auf der Ostsee ohne Landsicht. Der Horizont ist ziemlich diesig. Jochen hat Schwierigkeiten, genau zu schießen und ist mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Die Fahrt von 4,5 Knoten ist nicht schnell, aber noch okay. Jochen steckt den korrigierten Kurs ab und bestimmt den neuen Kompasskurs. Eigentlich immer Richtung Ost, dann werden wir Bornholm schon treffen. Das Wasser plätschern und das leichte Schaukeln machen uns schläfrig. Die Gedanken schweifen in die Ferne. Ist das jetzt Segelromantik? Vielleicht. Mit der Fertigstellung der Black Lady ist der Lebenstraum von Jochen Wirklichkeit geworden, mit dem eigenen Schiff auf See zu fahren. In den 2 Jahren konzentrierter Schiffsbauarbeit mit großer Unterstützung von Fiete ist die Black Lady fertiggestellt worden. Sie hat Platz für 8 Gäste, eine Segelfläche von 120 Quadratmetern und eine Länge von ca. 18 Metern.
Der Heimathafen ist Stavoren am Meißelmeer in Westfriesland. Es ist 22 Uhr. Endlich ist der Fischerort Hasle an der Westküste von Bornholm in Sicht. Kämpferisch und wechselhaft ist die Geschichte dieser Insel. Die ersten Bornholmer lebten schon 8000 Jahre vor Christus. Und diese überall an den Küstenwegen liegenden Runensteine haben die Wikinger etwa 1100 nach Christus hier hinterlassen. Das Mittelalter war wie anderswo zwischen der Kirche und den Weltlichen sehr kriegerisch. Die Osterlaßkirche, erbaut 1100 nach Christus, ist die größte Rundkirche auf Bornholm. Neben den kirchlichen Funktionen dienten die Rundkirchen auch als Schutzfestung für die Bevölkerung. Im 17. Jahrhundert befand sich die Insel im Zentrum der Kriege zwischen Schweden und Dänemark. Bornholm wurde nach kurzer Zeit, 1660, bis heute wieder dänisch. Zum Schluss war der Wind wie vorhergesagt eingeschlafen und wir mussten 2 Stunden unter Motor laufen, um noch abends in Hasle anzukommen. Wir finden einen guten Liegeplatz und sind alle zufrieden mit der ruhigen Überfahrt. Viel Wind aus West bringt uns der nächste Tag, doch die Sonne scheint dabei und das ist okay. Unter Motor laufen wir gegen den Wind aus. Kurze Zeit später drehen wir unter Segel auf Nordwest, um Abstand von der Steilküste zu bekommen. Querab liegen die Fischerorte Wang, Hammer und auf dem Berg die Burg Hammerhus. Granitfelsen sind hier bis zu 80 Meter hoch. Unser endgültiger Zielhafen ist an der Ostküste auf der anderen Seite der Insel gelegen. Es ist das reizvolle Örtchen Gutjem. Dafür ist es erforderlich, die Nordspitze zu umsegeln. Die Umrundung ist mit einer Düsenwirkung des Windes und Kabelsee verbunden, was wir gleich zu spüren bekommen. Der Wind wird so stark, dass wir vorsorglich 2 Segel einholen.
Das ist der Nordhafen von Gutjem. Hier haben wir einen wunderschönen, ruhigen Liegeplatz für die nächsten Tage gefunden. Nur wenn starker Westwind aufkommt, können wir hier nicht mehr liegen. Jochen will den knarrenden Block von der Hinreise schmieren. Jetzt läuft er wieder reibungslos. Vorne am Bug werden noch andere Blöcke gewartet. Bärbel und ich nehmen uns die Zeit, die Gegend um Gutjem und den Ort zu erkunden. Uns erwarten schöne Landschaften und der Ort mit seinen typischen bunten Häusern, Töpfereien, Räuchereien und das Treiben im Haupthafen. Nun heißt es wieder Abschied zu nehmen von dieser reizvollen Insel. Der Aufenthalt brachte uns allen vier Ruhe und Entspannung. Morgen müssen wir zur Rückreise nach Kiel aufbrechen, die recht stürmisch und regnerisch verlaufen ist. Für Jochen beginnt ein Jahrzehnt als Skipper auf der Black Lady und für mich steht fest, dass ich Gutjem später noch einmal ansegeln werde. Auf Wiedersehen, Bornholm.